Medizinischer Notfall. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Behandeln und abtransportieren. Hallihallo, hallöchen, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Emergency 4A. Alarmierung FME. Das Neff und der RDW Winterberg sind auf dem Weg zu diesem Herrn hier. Der da, dem es nicht gut geht, sagen wir es so. So, ich begrüße euch nochmal recht herzlich, ne? Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Winter und auf dem winterhaften Berg hier. Es liegt zwar kein Schnee, aber es ist trotzdem sehr schön winterhaft. Nein, ihr wisst ja, was ich meine. Und ja, wie geht's euch? Schön. Rettungsdienst ist da, also... Du den. Boah, ist das hell. Diese Kameransicht. Kann man die ausmachen? Fahrzeug 2. Nachbarhilfe, Rufbereitschaft. Keine Ahnung. Absetzen. 3, 4, 5. So, du übernimmst den, du gehst da mal weg. Auf F4, was hat. Ne, auf F5. Was haben wir denn hier? Zeit vorspulen, eine Stunde vor, eine Stunde zurück. Schnee an- und abschalten. Klinikaufnahme sperren. Cut-Shots-Alarm, alle Wachen einsatzbereit besetzen. Okay. Sirenenprobe. Fahre mit Fahrzeug über die Map. Nur für leistungsstarke Maschinen zu empfehlen. Ja. Machen wir mal Probealarm. Es gibt Lorenz Sauerland mit Funktionsprobe, Sirenen, Steueranlagen. Tüllütüt, tüllütüt. Stadter rufen. Kardiopulmonale Reanimation und Defibrillation. Viele Rettungsinstitute auch schon. Basic Check. So. Das ist cool, dass man das so machen kann hier. Notarzt begleitet. Okay. Hier, lauf ums Haus rum, Notärztchen. So. Notarzt erforderlich. Notarzt ist ja auf dem Weg, der begleitet ja. So, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ja. Wie ihr mitgekriegt habt, kam gestern die erste Folge. So viele Sirenen. Die erste Folge von Life is Strange Before the Storm auf unserem Kanal. Nur leider ist es nicht möglich. Ist es nicht möglich, dass. Warte mal. Ende der Überprüfung. Parken? Ah, jetzt. Parken. So. Es ist nicht möglich, dass das über Handys oder so weiter geguckt wird und so, sondern nur über den Browser. Fragt mich nicht, wieso das so ist, aber keine Ahnung. Vielleicht wird es in der Folge, die vielleicht heute noch rauskommt, weiß ich noch nicht, ob ich das noch schaffe heute. Also heute am Samstag, die Folge hier kommt auf jeden Fall. Aber die andere muss ich sehen, ob ich die noch geschnitten kriege. Also die zweite Folge, ob die heute kommt oder ansonsten kommt die morgen, das macht ja auch nichts. Und hiervon, vom Winterberg... Werde ich heute mal bloß eine aufnehmen, weil ich habe ja, es ist 16.45 Uhr zum Zeitpunkt der Aufnahme. 17 Uhr, ich weiß, soll eigentlich kommen, wird heute leider nichts. Aber ich muss um 17.30 Uhr schon los, deswegen heißt das jetzt schnell ein bisschen aufnehmen, schneiden, rennen und direkt hochladen. Ich hoffe, dass das noch was wird und dann ich hier noch 3 Jahre brauche zum Rendern. Aber glaube ich nicht. So, das haben wir geschafft. Patient im Schockraum abgeliefert. Eine selbstmordgefährdete Person droht, von einem Gebäude zu springen. Wo denn? Retten Sie sie. Ach du Kacke. FF Winterberg. Löschzug. TH-Rüstzug. Der. TH-Rüstzug. Einmal hierhin bitte. Alarmierung FME. Tab ohne... Aha. Naja, machen wir mal so. Ist das? So, dann brauchen wir noch... Obwohl, der hier müsste ja wieder einsatzbereit sein, oder?
Dann brauchen wir noch einmal Polizei. Warte, liegt jetzt da. Eine Person hatte einen Schlaganfall. Sofort behandeln und abtransportieren. Ups. Zack. Wo war jetzt der Verkehrsunfall? Keine Ahnung. Kann ich mit dem reden? Fahrzeug, Kontrollpunkt, Lichtmast aufstellen. Achso. Ist das? Straßensperre holen. Achso. Aber hier ist auch gar nirgendwo ein Verkehrsunfall oder so. Tü-tü. Mann, ist hier was los? Mann, du. So, da sind wir. Da hat man, glaube ich, gerade auch meinen Melder gehört, wenn man gut hingehört hat. Schreiber hier hervornehmen. Gruppe zur Befreiung. Gruppe zur Menschenrettung. Geht nicht. Nein! Ups. Kommt die Drehleiter dabei eigentlich auch mit raus? Ich glaube nicht, ne? Das ist doof, ne? Dann nehmen wir den Sprungretter. Absitzen. Lass mal deine Gruppe aussteigen, bitte. Geht das? Ich muss erstmal wieder reinkommen, Leute. In Fahrzeug einsteigen. Gruppe zur Menschenrettung. So. Du nimmst dir Hebekissen Sprungretter, bitte. Okay, hier sind sie schon da. Absitzen. Denn der hat einen Schlaganfall, deswegen schnell da rein. Bitte lass die Tür nicht zu sein. Ah, fuck it. So, du. Zack, zack. Mach mal auch ein... Nein, jetzt ist er auch noch runtergesprungen und gleich gestorben. Oh, lecko mit Mio. Oh, scheiße. Nicht rechtzeitig gewesen. Absitzen. Komm, los. Absitzen. Warte mal. Wähle Rettungs... Doc bleibt im Kopf. So. Komm ran hier. Hallo. Komm ran da. Nein, komm schon. Oh, keine Ahnung, ich hab das... Bestatter wurde... Achso. Ja, das ist gut. So, dann... Feuerwehr ist da. Ich hoffe, den hier rette ich aber noch. Ich rette ihn. Gruppe zur Menschenrettung. So, du... Nimmst dir einmal bitte eine Axt. Machst dann mal die Tür auf. Aufsitzen. Ja. Fahrzeug 14. Wie viele Leute da drin sitzen? Fahrzeug steig mal aus. Du? Was gibt's? Fahrzeug 14. Höre. Wieso kann der da nicht einsteigen? Victor wird gemacht. Höre. Fahrzeug 14. Ah. Okay, das geht. Ja. Du nimmst dir den da. So. Hä, hey, was macht der denn da? Achso, der gehört ja dazu, stimmt. Na, der ist doch tot. Fahrzeug 22. Ja, nur das ist doch schon an der Einsatzstelle. Ist in Arbeit. Ach, Manu, zwei Leute verloren, das ist doch kacke. Höre. Wird umgehend bin unterwegs. Nimm den jetzt auf. Victor 14. Höre. Wird ausgeführt. Achso, Leiche noch nicht freigegeben. Ich brauche einmal die Kripo. Kripo, einmal bitte zur Einsatzstelle. Fahrzeug 1. Danke.
Krabutsch. Hier brauche ich auch nochmal die Kripo. Fahrzeug ein. Ups, das hat nicht ganz so gut geklappt. Ach, Mann, oh. Du kannst dann direkt hierher kommen. Auf dem Weg. Parken. Fahrzeug parken. 24. Fahrzeug 14. Wer macht denn hier so einen Krach? Wo ist er denn? Ach, da. Lalülala, lalülala. Nee. Ah, Leute. So, wollt ihr eigentlich noch mehr von Winterberg oder schreibt mal sonst, falls ihr noch irgendwelche anderen Pläne habt, ein paar Mods unten in die Videobeschreibung. Dann werde ich unter diesem Video gucken, was, was ihr so sehen wollt. Und dann gucke ich mal, ob ich das realisiert kriege. Achso, der kann gleich wieder nach Hause. Absitzen, rein da. Hä? Ach, erkunden. Ein Verletzter im Gebäude, okay. Ja, du sollst in das Gebäude reingehen. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Was bist du? Versorgen Sie das Opfer, ne? Und transportieren Sie es ab. Was bist du? Auch ein Bestatter. Ist ja cool, dass sie das so... Oh, da, ich habe gerade schon gedacht, ich brauche eine Drehleiter. Aber nein, nein, brauche ich nicht. Nahrungsmittelvergiftung sollte ein Rettungswagen reichen, theoretisch. Parken. Ja. Machen wir ein bisschen flotter hier. Sind doch hier nicht bei Flotters. Da fährt er los. Tüter. Kann ich mit dem mitfahren? Fahrzeug 1. Nachbarhilfe. Ich hab gar keine Nachbarn. Was mache ich jetzt? Scheiße, wie soll ich denn Nachbarhilfe leisten, wenn ich gar keine Nachbarn hab? Na gut, das ist ja unwahrscheinlich. Also ich hab Nachbarn auf beiden Seiten, aber ist ja trotzdem egal. So, da sind wir auch schon im Park. Absitzen. Und behandeln. Du steigst mal ein und parkst den mal ein bisschen. Hier gibt's ja kein Parking-Tool. Zack. Oh, Notarzt-Einsatzstelle. Wieso? Verstehe ich nicht. Einsatzlöschgruppe Hä? Anrufe der Löschgruppe Alt-Astenberg. Melden Sie sich im Feuerwehrhaus. Hier Florian Sauerland, Ende. Hä? Einsatz NR Winterberg, Florian Sauerland. Was ist jetzt los? Was? 14. Wie, warum? Ah, das ist ja cool. So. Ach ja. Also, genau. Dann schreibt mal in die Beschreibung, was für eine Mod ich spielen soll. Dann kommt morgen mal ausnahmsweise keine Folge. Dann kümmere ich mich morgen drum, dass ich mir die denn runterlade und so weiter und nehme vielleicht noch auf, aber ich verspreche nichts. Ja. Was haltet ihr davon, dass es... Ja, du kannst direkt wieder nach Hause. Dich brauche ich nicht. Ja, was haltet ihr davon? Ich glaube, das ist mal ganz gut, Achtung, wenn ich mich einmal einen Verkehrsunfall. Tag... Einen Tag versorgen damit Sie alle beschäftige. Opfer und transportieren Sie Hallo, Sie Notarzt? Auch die Fahrzeugwracks. Auf dem Weg. Mit Taram? Na gut, den machen wir noch. Rüstzug. Dann brauche ich noch NEW, RTW. Noch ein NEF. Dann auch die Löschgruppe zwischen. Zwischen. Und Alarm. Was ist jetzt ein bisschen? Hä, was bist du denn? Ach. Winterberg. Wo laufen die jetzt hin? Waren das Feuerwehrleute, die jetzt ewig lange brauchen zum Feuerwehrhaus? Das ist ja nicht gut. Das ist ja doof. Hier Florian Sauerland mit Einsatz für den Notarzt Ulsberg. Ohne Einsatz oder Ulsberg. Sauerland endet. Fahrzeug verstanden. Florian Sauerland mit Einsatz für den Notarzt Ulsberg. Ich wiederhole Notarzt.
Hilfeeinsatz RTW 73 nach Weg 1. Florian Sauerland, Ende. So, wir brauchen dringend. Steigt mal aus. Kannst du Landeplatz für Intensivhelikopter festlegen? Zug geschlossen auswählen für Befehl. Einsatz abbrechen. Einsatz beenden, alle Formationen. Okay. Lage erkunden. Los. So kommt dich der hier. Kannst auch dran vorbeifahren, bitte. Komm dich der hier. Bleib da stehen, denn halt. Kommst hier, Herr Dichter. Zwei verunfallte Fahrzeuge, zwei eingeklemmte, ein Verletzter, okay. Vor. Und vor. So, du zerschnippelst den, du zerschnippelst den. Das ist ja cool. Das ist ja cool. So, dann hätte ich gerne noch... Könnt ihr, seid ihr so schlau? Ja, geil. So, du kannst... Okay. 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 Gut. Denn war's das für diese Folge, würde ich sagen. Das Spiel hat mich daran erinnert, dass ich Emergency nicht so oft spielen soll und vor allem nicht so lange. Gut, meine lieben Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao, ciao, haut rein. Tschüss. Sikorski.